Licht ins Dunkel bringen, aufklären, die Vergangenheit der Freiburger Sportmedizin beleuchten. Keine leichte Aufgabe für Gerhard Treutlein und die Kommission. Der Professor aus Heidelberg beklagt bei seiner Aufklärungsarbeit erhebliche Widerstände. Das Kartell des Schweigens ist extrem groß. Die handelnden Personen, diejenigen, die wirklich Dreck am Stecken haben, sind nicht bereit auszusagen. Freiburg, das Mekka der deutschen Sportmedizin. Zahlreiche deutsche Spitzensportler pilgerten vor allem zu diesem Mann wie zu einem Guru. Professor Armin Klümper. Alle nannten ihn nur den Doc, auch Fußballprofis wie Karl-Heinz Förster. Der Ex-Nationalspieler des VfB Stuttgart suchte während seiner Karriere jahrelang medizinische Hilfe bei Armin Klümper. Ich wollte immer spielen und wenn es halt mal spitz auf Knopf war, dann hat man auch gesagt, Mensch, Professor, ich muss Samstag wieder ran. Klar, dann hat man auch mal was Unvernünftiges getan. Unvernünftiges? Dopingmittel habe er von Klümper nie erhalten, sagt Förster. Dieser Mann will Dopingmittel erhalten haben, Alwin Wagner. Heute kümmert er sich ehrenamtlich um den Leichtathletik-Nachwuchs in Melsungen. In den 80er Jahren war Wagner Deutschlands bester Diskuswerfer. Aber international habe er nur dann eine Chance gehabt, sagt er, wenn er mit verbotenen Substanzen nachhalf. Die habe er bekommen, 8 Jahre lang, verschrieben von Armin Klümper, häufig sogar auf Blanko-Rezepten. Es war immer so, wir mussten dann so quasi nach Anleitung eine Kur machen, so 3-4 Monate an einem Stück und dann quasi vor den großen Wettkämpfen mal 14 Tage absetzen, damit man nicht kontrolliert oder erwischt wurde. Ja, und dann ging es nochmal weiter und ich habe dann in diesem Jahr, sage ich, habe ich über 10 Kilo an Körpergewicht zugenommen und habe mich dann gesteigert am Ende oder Mitte des Jahres auf 66,50. Das war dann schon unheimlich, eigentlich diese Steigerung. Ich war dann unter den besten 10 in der Welt. Und hat dann schon gesagt, also wenn du das nächstes Jahr noch mal so machst, dann hast du Weltrekord um 2-3 Meter verbessert. Und ich habe es dann richtig mit Angst bekommen, weil ich war ein ganz anderer Mensch eigentlich schon. Auf mögliche körperliche Schäden, die die Dopingmittel anrichten könnten, sei Wagner nie hingewiesen worden. Das ist eben diese Sache, die ich also bis heute nicht verstehe, das wurde nicht gemacht. Sowohl also von Professor Klümper als auch später war ich dann auch zur internistischen Untersuchung bei Professor Keul, auch in Freiburg. Da gab es überhaupt keine Hinweise. Das sind schwerwiegende Vorwürfe. Wir hätten gern die Beschuldigten dazu gehört. Aber Josef Keul verstarb im Jahr 2000 und Armin Klümper lebt seit Jahren zurückgezogen in Südafrika. Eine Kontaktaufnahme war nicht möglich. Die Unterstützung für Klümper aus Sportlerkreisen war groß in der Vergangenheit. Besonders der ehemalige REC-Weltmeister Eberhard Ginger setzte sich für den Freiburger Sportmediziner ein. 1994 gründete Ginger den Verein Osteologie und Sporttraumatologie. Hat dieser Verein, der laut Satzung hilfsbedürftigen Personen helfen wollte, auch Gelder für Klümper gesammelt? Ginger bestreitet dies. Bei der Gründungsversammlung des Vereins mit dabei die ehemaligen Fußballnationalspieler Hansi Müller und Karl-Heinz Förster. Als dieser Verein gegründet wurde und es dann hieß, naja, man soll den auch ein bisschen finanziell unterstützen, war das für mich eigentlich gar keine Frage, da nichts zu machen. Uns wird ein Buchmanuskript Klümpers aus dem Jahre 2001 zugespielt. Es wurde nie veröffentlicht. Darin rühmt sich der Mediziner seiner hervorragenden Kontakte zu Deutschlands Spitzenathleten, die weit über den Verein hinausgingen. Die finanzielle Unterstützung war enorm. Ganz vorne sind die Namen Eberhard Ginger, Hansi Müller, Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge und Paul Breitner, die tief in die Tasche griffen und das Geld durch Ginger einsammeln ließen. Wir fragen nach. Hansi Müller bestätigt uns, Klümper finanziell unterstützt zu haben. Von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge erhalten wir keine Antwort. Paul Breitner, der sich persönlich bei dem Mediziner für dessen Dienste bedankte, bestreitet uns gegenüber, Geld für Klümper gespendet zu haben. Armin Klümper, der Medizinmann, den die Sportler bewunderten, der öffentlich immer wieder bestritt, Dopingsubstanzen verschrieben oder verabreicht zu haben. Wie tickte er wirklich? In seinem Manuskript kommen wir seinem Selbstverständnis ein Stück näher. Für mich und auch andere Ärzte ist es völlig selbstverständlich, dass Medikamente, die vielleicht im Dopingreglement verankert sind, verwendet werden, wenn wir es medizinisch für notwendig halten. Und dass ich mir in keinster Weise vorschreiben lasse, welche Therapie ich zu betreiben hätte. Jetzt sollen weitere Unterlagen von dopinghistorisch einzigartiger Bedeutung aufgetaucht sein.
Einige ehemalige deutsche Spitzensportler könnten bald schlaflose Nächte bekommen.